Es gibt eine Reihe von Datenbanken, die online verfügbar sind, und ich würde mal gerne beispielhaft ein paar davon vorstellen. Das hier ist die MedBase, das ist eine Meteoritendatenbank, und hier oben kann man auf Research klicken und dann öffnet sich hier so eine grafische Benutzeroberfläche und dann gibt es hier einen Filter, über den kann man Meteorite aussuchen, die man sich darstellen lassen möchte. Man klickt hier einfach auf irgendwelche Meteorite drauf und kann die dann hier unten in diesem Feld darstellen. Zum Beispiel sucht man sich aus, welche Elemente gegeneinander geplottet werden sollen, wenn man daran interessiert ist, vielleicht Aluminium, Calcium. Und dann bekommt man hier den entsprechenden Plot dazu, den man auch ein bisschen interaktiv sich anschauen kann. Und hier unten gibt es dann noch die entsprechende Literatur dazu, die hier dargestellt ist. Die betreiben wir auch selbst hier von Frankfurt aus, daher kenne ich die natürlich sehr gut. Wie gesagt, ist für Meteoriten eine Datenbank. Dann eine zweite für die Geochemie ist die GeoRock-Datenbank. Die wird vom Max-Planck-Institut in Mainz gemacht. Und hier gibt es keine grafische Benutzeroberfläche. Hier gibt es so Precompiled Files, zum Beispiel über Gesteine. Klickt man hier drauf und dann kann man sich an der Sitte eine Datenbank runterladen oder Basalte. Das ist dann eine CSV-Datei, also was ähnliches wie eine Excel-Datei. Und kann die mit Excel natürlich bearbeiten oder natürlich sehr viel besser mit Jupyter Notebooks und Python. Das ist ja das, was wir machen wollen. Und die kann man dafür auch sehr gut verwenden. Man kann dann auch noch suchen nach, was ich, archaischen Kratonen oder sonst irgendwas. Geht hier drauf, kriegt ihr dann auch so eine Art Precompiled Files. Und es gibt dann auch ein Suchinterface, wo man dann auch sich Elemente ausgeben lassen kann oder alles Mögliche. Das ist die GeoRock-Datenbank. Dann eine zweite in den USA ist EarthCam. Die ist im beständigen Fluss, am Wachsen, am sich verändern. Sehr häufig mal auf die Webseite geht, sieht es ein bisschen anders aus. Eine sehr gute Datenbank. Und die alle immer wieder versuchen, sich zu modernisieren, anzupassen. Also das ist ja eine gute Sache, dass die das ständig verändern, um hier besser zu werden. Da kann man ja auf Search Data gehen und bekommt dann hier auch die unterschiedlichen Subdatenbanken, die es hier gibt. PetDB, das ist für Ozeanboden hauptsächlich. Und dann kann man bei Location, bei Feature, also es ist keine so eine grafische Benutzeroberfläche, wo man auch was darstellen lassen kann, sondern mehr, wo man sich auch gewisse Daten dann entsprechend von diesen Menüs hier runterladen kann. Ich habe auch gesehen, dass es hier jetzt wohl demnächst eine API gibt. Die gibt es, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, wo müsste man suchen. Ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Dann als zweites, das soll es für die Datenbanken eigentlich sein. Dann gibt es noch Initiativen wie die NFD for Earth. Das ist die nationale Forschungsdatenbankinfrastruktur. Die ist gerade erst gestartet. Wir sind da auch mit Frankfurt daran beteiligt und im Grunde genommen, was hier gemacht werden soll, hier sollen Datenbanken gesammelt werden, damit die dann zentral zugänglich sind, also dass diese MedBase, die GeoRock, die EarthCam und viele mehr auch nicht nur aus dem Mineralogie-Geochemie-Bereich, sondern aus der Klimaforschung, aus dem Wasserbereich, aus Satellitendaten und so weiter, alle diese Datenbanken zentral zugänglich sind und auch miteinander und untereinander kommunizieren können. Dafür ist diese NFD for Earth gedacht. Das Ganze gibt es auch international, da gibt es dann sowas wie die Research Data Alliance, die ähnliche Dinge machen wie die NFT for Earth, bloß eben global auch zugänglich machen von Datenbanken, Schnittstellen definieren, also wie Datenbanken dann miteinander kommunizieren können und so weiter. Also das ist nur ein Schnelldurchlauf, um einfach mal zu zeigen, was es da gibt, wie unterschiedlich die Sachen aussehen, was die unterschiedlichen Sachen sind. Also hier was mit grafischer Oberfläche, hier was mit ohne grafische Oberflächenbeispiel. Hier, die auch sich am ständig sich entwickeln und weiterentwickeln sind, die zumindest jetzt APIs haben, was sehr gut ist. Dann sowas, das Schnittstellen definiert auf lokal, auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene. Also das alles kann man dann verwenden, um mit Jupyter Notebooks darauf zuzugreifen, um Daten sich runterzuziehen, aber auch direkt darzustellen.